Ja, Tom Syancali, bekannt für seinen fast gereiften Negroni, wird uns jetzt für den Mix Guide von 1982 Franz Brandls Negroni-Rezept einfach mal nachmixen. Tom, hallo, erstmal. Ja, hallo, willkommen in der Zyankali Bar. Ja, Franz Brandls Rezept ist eigentlich das Originalrezept. Einer der wenigen Drinks, die sich über fast 100 Jahre Geschichte ziemlich unverändert in der Rezeptur und auch in der Beliebtheit gehalten haben. Selbstverständlich hat sich das Spektrum an Wermuts heutzutage ein bisschen verbreitert. Gott sei Dank. Gut sei Dank. Ich nehme an, Franz wird damals ein Martini Rosso verwendet haben oder ein Cinzano. Wir nehmen heutzutage in diesem Fall ein Carpano Antiqua Formula. Auch das durchaus ein Klassiker, war zur damaligen Zeit aber in Deutschland zumindest nicht leicht verfügbar. Ganz einfacher Drink. Drei Zutaten in gleichen Teilen. Ja, auf jeden Fall wieder ein Beweis für einen Cocktail, der mit wenig Zutaten ein hervorragendes Produkt Einfache erzeugt. Drinks Schön reichen einfach. völlig aus, wenn die Zutaten gut sind und wenn die Balance stimmt, natürlich halt auch. Wenn die Balance nicht stimmt, wie soll der Drink da Komplexität entwickeln können? So. Und außerdem, wer unbalancierte Drinks serviert, darf sich nicht wundern, wenn die Gäste umfallen. So, der wird gerührt. Wir verwenden dafür wegen der geringen thermischen Masse ein Metallgefäß und wegen der Reproduzierbarkeit von Kühlung und Schmelzwasser ein Magnetrührer. Sehr entspannte Art zu rühren. Sehr entspannte Art zu rühren. Man hat Zeit für die Zubereitung, Vorbereitung des Gästeglases oder den nächsten Drink. Ein Negroni, klassisch. Super, ich danke dir. Ein ganz kurzes Wort noch und einen ganz herzlichen Dank, mein lieber Franz, an dich für dein Wirken und dein Lebenswerk. Du hast der deutschsprachigen Barszene den Weg geebnet. GastroTV und ich bedanken sich ebenso bei den teilnehmenden Kollegen und den Bars. Und wenn Ihnen unser Projekt gefällt, bitte liken und abonnieren Sie uns. Sie werden dann automatisch über die Neuerscheinungen informiert. Hinweise zur Literatur und weitere Drinks nach Franz Brandl finden Sie auf unserer Website. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Die Gastgeber freuen sich auf Ihren Besuch und GastroTV und ich wünschen allen dabei ein herzliches Vergnügen.